Na, ihr Osterhasen, bald werden Eier versteckt. Aber jetzt gibt's erstmal die Vorzocker-News. So, los geht's mit Nintendo und Niantic. Die haben nämlich auf Twitter ein Pikmin-Game angekündigt. Dabei handle es sich um ein Augmented Reality Game, was ja erstmal nicht weiter verwunderlich ist, da es von den Pokémon Go-Machern kommt. Auch Niantic Tokyo-Chef Tatsuo Nomura meldete sich zu Wort und sagte auf Twitter, durch die App werde dank der Pikmin spazieren gehen mehr Spaß machen und es sei sehr anders als Pokémon Go. Erscheinen soll das bislang unbetitelte Game irgendwann später in diesem Jahr. Resident Evil Reverse wird eine offene Beta bekommen, und zwar vom 8. bis zum Morgen des 11. April für PlayStation 4, Xbox One und PC. Dabei handelt es sich ja um einen Multiplayer-Shooter, der sich in einem für Resident Evil sehr ungewöhnlichen Cell-Shading-Look präsentiert. 6 Spieler treten pro Map zu einem Battle Royale an, doch wer gefragt wird, ist nicht etwa raus aus den Runden, sondern kehrt als Mutant zurück. Und je mehr Fläschchen mit Virusproben ihr zuvor gesammelt habt, umso mächtiger wird euer Mutant. Erscheinen soll Resident Evil Reverse gerüchteweise am 7. Mai. Was passen würde, denn das ist zufälligerweise der Release-Tag von Resident Evil Village. Und wenn ihr das kauft, bekommt ihr ja Resident Evil Reverse kostenlos dazu. Außerdem hat Capcom für den April ein weiteres Resident Evil Showcase als Livestream angekündigt. Wie zuvor im Januar soll dann weiteres Gameplay zu Village präsentiert werden, also dem 8. Hauptteil der Horrorreihe, und auch Ankündigungen rund um das 25-jährige Jubiläum der Horrorserie. Schlechte Nachrichten gab es diese Woche für alle DC Comics-Fans. Gotham Knights ist verschoben worden. So richtig hatte das Open-World-Koop-Game zwar noch keinen Termin, aber immerhin war es für dieses Jahr geplant. Nun aber wurde es von Warner Bros. Auf 2022 geschoben. In dem Batman-Spiel ohne Batman schlüpft er in die Rolle von Nightwing, Batgirl, Robin und Red Hood. Aber obwohl das 4 Charaktere sind, gibt es nur einen Koop-Modus für 2 Spieler. Mal sehen, ob sie das bis nächstes Jahr nochmal überdenken. Ein Spiel, was sicherlich nicht alle auf dem Zettel haben, ist Sherlock Holmes Chapter 1. Wie schon die Sherlock Holmes Spiele der letzten Jahre zuvor, kommt es wieder vom Entwickler Frogwares und der hat jetzt einen ersten Gameplay-Trailer veröffentlicht. Der berühmte Detektiv ist dieses Mal mit 21 Jahren recht jung und will den mysteriösen Tod seiner Mutter aufklären. Es handelt sich also um eine Art Origin-Story. Insgesamt gilt es, 5 Hauptfälle zu lösen, die alle irgendwie zusammenhängen, aber drumherum gibt es noch über 30 Sidequests, sodass die Spielzeit mit bis zu 50 Stunden angegeben wird. Grundsätzlich könnt ihr selbst entscheiden, welchen Spielstil ihr an den Tag legen wollt. Der gute Sherlock kann sich nämlich nicht nur auf sein detektivisches Gespür verlassen und Hinweise zusammenpuzzeln, sondern auch mal mit roher Gewalt und unter Einsatz von Schusswaffen seinen Willen durchsetzen. Sherlock Holmes Chapter 1 hat noch keinen Termin, soll aber noch dieses Jahr für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und PC erscheinen. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. Zum Schluss noch eine kleine Meldung. Microsoft hat den Online-Dienst seiner Konsolen umbenannt. Xbox Live heißt jetzt Xbox Network. Damit wolle man sich vor allem besser vom kostenpflichtigen Xbox Live Gold abgrenzen, denn grundsätzlich ist Xbox Live bzw. Xbox Network ja kostenlos. Na gut. Was ist eigentlich das beste Action-Adventure, was ihr je gespielt habt? Genau die Frage haben wir vor Zockons auch gestellt und sie auch per Video beantwortet. Hier unten ist es für euch verlinkt. Ich wünsche euch wie immer ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin.